wir haben ja heute auch noch den Herrn Griebel dabei. Ja, wobei nicht direkt. Der Herr Griebel ist irgendwo. Und jetzt kommt's. Es ist Ihre Aufgabe, den Griebel zu finden. Wo ist der Griebel? Hier der erste Hinweis. Finde den Griebel, Damen und Herren. Ich bin heute da, wo der Rubel rollen würde, wenn er nicht eingeschweißt wäre. Schauen Sie das hier. Wahnsinn. 50 Euro in 25 Münzen, a 2 Euro. Ne? Auch nicht schlecht, oder? Der ganze Schrank ist voll. Das war der erste Hinweis. Wenn Sie glauben zu wissen, wo genau er sich befindet, ja dann husch husch, schnell mit dem Laptop Lenny in Kontakt treten. Sobald du die erste richtige Antwort hast, ja, schlägst du Alarm und mit der richtigen Antwort haben Sie die Chance auf ein kleines Wiesn-Überraschungspaket. So sieht's nämlich aus. Gut, wo wir schon beim Suchen und Finden sind, was? Der Berry hat halt zwei. Also der hat halt Zwillingsmädchen. Ja. Suchen die dann auch Zwillingsbuben oder teilen sie dich einen? Also. Das schauen wir uns jetzt an. Die Alpina Bahn. Präsentiert Berry Werkmeister. Jetzt komme ich mal richtig groß raus. Hä? Ja. Oder mir? Ja, oh, das war aber ein Kompliment, mein lieber Mann. Wir sollen da gleich zurückgeben. Also, das ist die Caroline. Ja, ja. Stimmt? Ja. Ich und das ist die Isabella. Richtig, Isabel. Ja, Isabel, Entschuldigung. Also ihr seid die Carabel oder die Isolinen. Für dich Ryan Gosling, für dich Brad Pitt. So ungefähr. Laufen hier Hunderte über die Wiesn. Wie macht ihr das jetzt, wenn euch einer gleich gefällt? Oder seid ihr unterschiedlich? Dann kriegt sie ihn. Ich gebe ihn ihr. Andersrum. Schau, es wird Zwilling. Ja, fast. Aber nicht. Seid ihr, gell? Ja. Wir sind Brüder. Aber schaut, die schauen gut aus, gell? Ja. Hey. Habt ihr Frauen? Ja. Aber der war doch gut, oder? Ja, der rechte war okay. Er hat ein Manko, und zwar graue Haare. Das stimmt. Ja. Graue Haare geht gar nicht. Magst du moderieren, weil ich habe graue Haare. Ja, grüß dich, ich bin der Andi und da bin ich daheim. Ja, jetzt hätten wir schon mehr Auswahl, los, ja? Den Burschen da, das ist ja. I come from Switzerland. Voll weit weg. Der an der Seite mit seinem Bier. Ja, der schaut gut aus. Okay. How we doing? Ja, how we doing? Ja, der spricht nur Englisch. Aber ist ja klar, schau mal, das ist ja ein. Das ist er, oder? Das war er. Das war er. Servus, ich war der Berry, grüß dich. Ich bin der Julian, grüß dich. Ja, Julian, grüß dich. Sebastian, wo sind die Frauen? Daheim. Genauso. Daheim. Beim Schaumalsucher. Ja, beim Schaumalsucher. Ja, geh weiter, wir gehen auch suchen. Ah, da ist es ja schon mal, ein lauter Bursch. Oh, eine Dame. Wer von den Herren ist denn Single? Alle vergeben. Treuherzige Männer. Ja. Ja, ja. Nein, wäre nicht hässlich. Nein, aber der Piercing. Ah, der da. Der dahinter. Der da. Ja, ja. So, jetzt lass dir mal ganz zuschauen da, Birschall. Wie alt sind wir? 25. Einfach zu jung. Für dich auch? Zu jung. Bis jetzt war noch nicht das Richtige dabei. Ja, aber es waren schon Ansätze. Ja, Ansätze waren's. Okay, also wir haben noch Aussichten. Ja, und den Geschmack triffst du auch. Geschmack habe ich auch erwischt. Ja, ja, ja. Das Alter war ja noch nicht so stabil, aber ich muss halt auch noch ein bisschen was lernen, gell? Ich mach das ja noch nicht so lang. Easy to fall in love. It's so easy to fall in love. Ja, offenbar noch nicht. Aber der Berry arbeitet daran. Und könnten wir bitte noch mal ganz kurz für alle festhalten, das ist ein wahnsinnig seltener Moment, den wir gerade miterleben durften. Und es kommt ja dann noch ein paar Mal. Der Berry muss nach unten gucken. Die Damen sind kleiner als er. Ich habe mir gedacht, er ist auf einem Kastel gestanden. Nein, und die Damen rutschen auch nicht auf den Knien rum. Nein, sie sind kleiner als Berry. Er muss mal normal schaut er immer nach. Das ist für ihn ja auch nicht angenehm. Immer so nachschauen müssen. Genau wie es für mich auch nicht immer angenehm ist, immer runterschauen zu müssen. Das Problem kennst du nicht, weil du bist selbst eine sehr große Frau. Ja, ja. Ich persönlich wäre zum Beispiel gern kleiner. Ja, jetzt werden alle sagen, ja, warum? Ja, na klar, habe ich Übersicht, ich kann alles, aber jeder sieht ja auch mich. Ja, aber wenn du nur kleiner wärst, weißt du... Ach so gleich. Ach so
gleich, Frau Binzer. Das war schon wieder nicht gut. Die Schleusen sind geöffnet. Was ist denn? Der Lenny fuchtelt darum. Was ist los? Es ist der Wahnsinn. Wir haben vor 2 Minuten aufgerufen. Die ersten 3 Antworten sind schon da. Hier, Stefan meint, der Griebel ist im Fundbüro. Das stimmt leider nicht. Nein. Die Melanie meint, im Büro vom Augustinerzelt. Nein. Auch nicht richtig. Nein. Und der Florian sagt, im Wiesenbüro. Auch nicht. Nein. Bisschen nachdenken noch. Es geht in die richtige Richtung, aber die waren es bis jetzt noch nicht. Nein, also man könnte es denken, gell? Wiesenbüro, weil, hier, wo der Rubel rollt. Ja. Aber nein. Muss man nochmal anders denken. Muss man nochmal anders denken. Na gut, wo wir es ja heute jetzt schon gleich zu Beginn mit den Suchen und Finden haben. Ich habe auch was gefunden. Was denn? Unser Peperoni blüht. Stimmt. Und auch der Lauch. Weil bei uns im Studio gedeiht einfach alles. Das ist ein Rasierpinsel. Das ist ein biologischer Rasierpinsel. Er blüht trotzdem. Ja, aber schau, da muss dann hier so rein und dann einschäumen und dann geht es so. Gut, weil wir es aber mit dem Suchen und Finden haben. Der Alessandro sucht ja auch und jetzt sucht er den Wiesen-Pavarotti. Ist klar, wir haben ja immer noch Italiener-Wochenende, gell? Du hast die richtige Idee. Wir beschaffen das Kapital für dein Start-up. GreenTech Consulting. Das Italiener-Wochenende. Die deutsche Vita hat zugeschlagen auf dem Oktoberfest. Und ich suche jetzt einen echten Italiener, der mir einen echten Pavarotti vorsingt. Also, auf geht's. Hi, ciao. Cerco qualcuno che mi canta Pavarotti. Ich suche jemanden, der Pavarotti singt. Pavarotti, dimmi una canzone di Pavarotti. Perché continuano a costruire le case e non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, non lasciano l'erba e no. Se andiamo avanti così, chissà come si farà. 3, 2, 1. Partirò sulle ali. We don't remember the song. Na, na, na. Okay, schauen wir mal weiter, was noch so geht. Vincerò in cielo. Take me home. Country road to the place I belong. Also neuerdings, Take Me Home Country Roads von Pavarotti habe ich bisher auch noch nicht gehört, ja, aber die Italiener können einfach alles. È difficilissimo cantare Pavarotti. Es ist viel zu schwer, sagt er. Troppo difficile. Non posso aiutarti. Es ist zu schwer, kann mir nicht helfen. Ma vincerò, vincerò, vincerò. All'alba vincerò, vincerò, vincerò. Hat jeder Ton gestimmt. Nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Ja, das war absolut kein Pavarotti, aber mein macht ja nichts, gell? Con te partirò sulla lippe seri che non ho mai veduto e vissuto con te. Also die Pavarotti sind die Herz von Italiener ungefähr so wie die Oktoberfeste die Herz von die Bayern, ja? Pavarotti, ich habe gefunden. Ich sag mal so, semi, ja? Wenn alle einen gewissen Pegel haben, dann werden sie alle zu Opernsängern, weil sie alle die Vokale so lang sind. Aber... ist jetzt schon Wundertüte. Passiert jetzt das Unvorhersehbare. Es war unvorhersehbar, aber wir haben einfach die wahnsinnigsten Zuschauer und Zuschauerinnen auf der Welt. Der Griebel ist gefunden. Ach so, keine Wundertüte, nein. Sondern der Griebel ist jetzt schon gefunden. Der Griebel ist gefunden nach einem Hinweis. Was ist denn los mit euch? Das ist ja irre. Wie seid ihr drauf? Es kommt eine Mail nach der anderen. Die richtige, der erste, der es hatte, ist aber
Der Konrad aus Bad Hersfeld, der Griebel, ist in der Wiesenwechselstube. Völlig richtig. Aus Bad Hersfeld, der kennt Konrad. Unsere Wiesenwechselstube. Ja. In der Geldwechselstube auf der Wiesen. Da und jetzt ist, kommen die gerade nacheinander immer weiter in der Wechselstube, das ist alles richtig. Aber damit ist ja keine darum, Umkleidekabine gemeint, nein, übrigens, sondern und Geldwechselstube. Und es ist auch nicht zu verwechseln. Konrad, ja, herzlichen Glückwunsch. Sollen wir einfach nur, weil er sich so Mühe gegeben hat, der Herr Griebel, noch mal den letzten Tipp spielen? Wir hätten ja einige vorbereitet gehabt, die können wir jetzt in die Tonne treten. Dank Ihnen, ja, danke für nichts. Aus Bad Hersfeld. Ja, nee, den letzten Tipp zeigen wir dann doch noch mal. Damen und Herren, finde den Griebel. Wo bin ich? Ich bin da, wo die Gelder des Oktoberfestes, das ist aber sehr bescheiden. Das ist ein bisschen garer. Der Wart, der muss ja noch rein. Jetzt reißt du! Jetzt geht's los, Herr Blunen. Ja, jetzt reißt du. Jetzt werden hier die Millionen rolliert. Schauen Sie, da haut es die Zehner, was sind das? 20er? Zehner? Zehner haut es raus. Also, dann, wo bin ich? Such den Griebel. Finde ihn. Also, jetzt hat man es auch gesehen, das ist die Geldwechselstube. Ja.